sie nicht mehr an, kann sie nicht mehr konvertieren. Olli, ich kann es dir nicht erklären. Sollen wir mal einen längeren Durchgang und erzähl mal. Oder wie du sie haben möchtest, kann diese Software dir das umwandeln. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, diese Konverter. Da gibt es ein paar richtig, richtig gute Konverter. Und da musst du einfach mal gucken. Ich weiß nicht, oder vielleicht hast du irgendein Problem, keine Ahnung, mit deinem Computer oder irgendwo mit dich. Ich weiß es nicht. Also normalerweise sollte das überhaupt kein Problem sein. Genau das war auch bis jetzt nie für mich ein Problem. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Deswegen habe ich versucht, das YouTube machen zu lassen, was sonst immer ging. Aber YouTube konnte es auch nicht mehr konvertieren. Also ist grundsätzlich noch was anderes vor. Ich weiß es noch nicht, was es ist. Es war jetzt noch nicht so doll bei deinem letzten Durchgang. Erzähl mal wieder weiter. Also du flatterst bei mir nicht. Du hast ein ganz leichtes Echo drin. Ist nichts Dolles. Ist alles ganz, ganz normal hier. Also du hörst dich nicht komisch an. Ja, wir müssen den richtigen Augenblick erwischen. Das ist sehr schwer. Du bist im Moment, also gerade war es bei deinem langen Durchgang, war es schlimmer als wie in dem Video, was ich vorher gemacht habe. Leider war ich ja da noch nicht am Aufnehmen. Hast du gestern das Video gesehen vom Rainer? Nein. Mal, der hatte ein Phänomen. Er sagte, ich habe das noch nicht erlebt, dieses Phänomen. Der ist mit Moxon am Testen. Und der hat irgendwo im Süden von München, 25 Kilometer weg, mit der Moxon zwei Lkw-Fahrer gehört. Horizontal, vertikal. Südlich von ihm. Aber das Kuriose war, sobald er die Moxon in den Süden drehte, waren sie nicht mehr zu hören. Sie waren nur im Westen zu hören. Und jetzt kommt der zweite Knaller. Auf seiner Game Master waren sie gar nicht zu hören. Eindeutig irgendwelche seltsamen... Ich sag ja, es geht was Seltsames ab, was ich nicht erklären kann. Ich kann es nicht erklären. Definitiv haben wir im Moment irgendwelche Bedingungen, die wir noch nie hatten. Er hat das Video bei Facebook drin. Das Video hat er gestern gepostet. Ich habe es gehört. Ich habe mit ihm gestern Abend geschrieben. Er sagte, Olli, glaubet mir, wäre ich auf der Game Master gewesen, hätte ich die überhaupt nicht gehört. Also waren nur auf der Moxon zu hören. Und da habe ich nur gesagt, das ist natürlich komisch. Ist natürlich sehr, sehr seltsam. Lkw-Fahrer, vertikal, nur horizontal zu hören. Also ihm ist es unerklärlich, mir ist es auch unerklärlich. Ja, gleiche, was ich auch sage. Also wir haben gerade den Einsatz verpasst. Du hörst dich jetzt die ganze letzte Zeit relativ brauchbar an, obwohl es immer noch doch deutlich zu hören ist, dass da was geht. Aber das, was gerade war, ist leider nicht jetzt wieder aufgetreten seit 7 Minuten und ein paar Sekunden. Oder nee, seit 3,30 Minuten ist es nicht wieder aufgetreten. Wir müssen noch was weitermachen. Also meinst du, ich wäre jetzt Richtung Nordamerika? Ja, meine Antenne steht auf jeden Fall da, ja. Also ich stehe jetzt, also laut Azimut bin ich jetzt Richtung Westküste. Ja, dann geh mal raus mit dem Kompass und guck mal, wo sie hinzeigt. Jetzt pass mal auf, jetzt drehe ich mal runter. Jetzt gehe ich mal runter auf 300 Grad. 300 Grad ist Nordamerika. So, jetzt bin ich auf Nordamerika. Ja, bist direkt um 4 S-Stufen abgefahren. Naja, dann hat sich das Ganze hier verstellt. Dann stimmt halt alles nicht mehr. Das ist doch gar kein Problem. Ich kann doch wieder hochgehen. Jetzt pass mal auf, jetzt gehe ich 330 Grad. Und jetzt bin ich am besten bei dir, ne? Jetzt hast du wieder die übliche S9, die ich von dir von hinten erwarte. So, jetzt drehe ich hier vorne am Rädchen und stell mal den jetzt auf 300 Grad. Dann könnte es passen. Gut, sollte sein, ja. Ja, ich mach da jetzt nichts mehr, ich hoffe da nichts mehr. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Ich könnte das hinten, könnte ich das noch einstellen, aber wofür? Ja, vielleicht, ich sag mal so, wenn man weiß, wie groß der falsche Faktor ist, dann ist es ja auch kein Problem. Ich handle das auch so ein bisschen im Moment mit der Art und Weise. Ich habe es ein bisschen nachkorrigiert, ich kann es aber nicht in dem Rahmen nachkorrigieren,
wie ich müsste, aber ich habe ja brauche bloß einen Schritt raus zu tun und kann auf die Antenne gucken und sehe sofort, wo sie hin zeigt. Und ich bin jetzt definitiv Nordamerika. Ja, ich kann das schon hier innen drin nachkorrigieren. Ich habe hinten zwei Schrauben zum Justieren, zwei Posis, also ich kann das schon justieren. Ich habe einmal ein Posi für die Überlappung. Ich kann ja den Rotor hier um 60 Grad, nee, um 90 Grad überlappen. Das heißt, ich kann den ja über Norden hin 90 Grad lappen. Da habe ich eine Justierschraube für. Und dann habe ich noch eine Justierschraube für den Azimut selber. Ich könnte dann also hinten jetzt richtig schön justieren. Aber ich habe es mir jetzt vorne direkt an der Stellschraube an der Nadel geholt. Oder ich habe dich erwischt. Ich habe es erwischt. Ich habe die Aktion erwischt. Ey! Du glaubst nicht, wenn du dich gleich hörst. Das hört sich so an, als wenn du beim Sprechen ein Betttuch ausschlagen würdest. Ja, das ist schon interessant. Das ist ganz, ganz interessant. Ja, ich weiß auch nicht. Die Bedingungen, die sind so verrückt. Ich habe eben Karibik ging gut, Nordamerika ging gut, Kanada ging gut. Ich habe kurz zum Hutsch gesprochen. Und auf einmal wieder dieselben Bedingungen. Ich kriege Calls aus England, aus Irland, Irland, knüppeldick. Irland im QRM von Karibik 10 über die 9. Also es war ein Phänomen. Ja, ist also der Knaller überhaupt. Wir sollten noch was weitermachen. Mal gucken, ob ich dich nochmal dabei erwische. Ob wir vielleicht einen zeitlichen Rhythmus rauskriegen. Ich habe so das Gefühl, das kommt in Wellen, in bestimmten Zeitwellen. Kann sein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wann. Kann man vielleicht sagen. Ich muss aber jetzt gleich wegsitzen. Ich kriege jetzt gleich Besuch. Der Frank, der kommt mich besuchen. Welcher? Ja, der hier aus meiner Ecke. Also, okay, ja, viele Grüße von mir und ja, mir reicht grundsätzlich, was ich hier gerade erwischt habe. Wäre schön, das mal meine Theorie noch nachweisen zu können. Also, jetzt würde ich sagen, noch 2 Minuten oder 3, dann müsste es nochmal passiert sein, spätestens. Ja, denke ich auch. Keine Ahnung, aber du hast es ja drauf. Du hast es ja auf dem Zeiger drauf. Das sollte ja normalerweise reichen. Ja, da war ein QRX, du musst noch einen Moment warten, wir haben hier gerade ein Experiment laufen, bitte warten. So, ja, Olli, klar, aber mir geht's darum, ob da eine zeitliche Wiederholung ist. Wenn die noch nachzuweisen ist, dann wäre das phänomenal. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich habe heute Morgen hab ich einen Bekannten besucht, Stefan. Der hat sich einen neuen Transceiver dahingestellt in 7700. Ist ja schon ein schönes Spielzeug. Ich habe mal erst von seinem Stuhl weggeschmissen und habe gesagt, lass mich mal. Ja, das war auch der richtige Weg, würde ich sagen. Ja. Ja, wie gesagt, super interessant. Also ich kann die Bedingungen nicht erklären. Ich kann nicht erklären, was hier passiert. Das, was ich an dir höre, kann ich nicht erklären. Ich weiß es auch nicht. Aber Stefan, lass mal das Break eben rein.